unser Advent in der Kellergasse ist wirklich was Einzigartiges. Unsere Kellergasse liegt in einem Hohlweg und in den Presshäusern und Kellerröhren gibt es sehr viele Aussteller mit Kunsthandwerk und natürlich auch kulinarischem. Und wir freuen uns immer, wenn viele Gäste zu uns kommen. Mhm. Es hat eine gewisse Atmosphäre. Also es ist, man merkt es, wenn man da reinkommt, schon die Lichter und so. Es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Ne? Es ist ein schönes Ambiente. Leider fehlt uns heuer der Schnee, aber es ist trotzdem eine wunderbare Atmosphäre. Mhm. Und es hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ne? Das ist ja, die Atmosphäre ist da sicher was Einmaliges, durch das, dass die Kellergasse doch sehr naturbelassen ist. Und wir da eigentlich einen Zustand haben, wie er vor 70, 80 Jahren war. Ja. Und durch das können wir diese Atmosphäre auch hier schaffen. Mhm. Ich hoffe, es bleibt da so. Ne? Das ist auf jeden Fall. Ne? So. Und, sind die Leute da brav? Ja. Ja, werden sie viel zu Weihnachten kriegen? Ja. Und ja? Ja. Ja, super. Wir sind in der Kellergasse bei der Firma Händel. Weingut Händel, ja. Weingut Händel, genau. Ja, man darf es nicht verwechseln, es gibt ja andere Firma Händel. Ja, genau, die macht auch drin. Gute Sachen, aber mit der sind wir weder verwandt, so nur irgendwie verbannt. Mhm. Aber wir schätzen die Firma auch sehr. Ne? Mhm. Ihr habt Weine? Wir machen Weine, genau, Weine, Säfte. Mhm. Und ja, Weingut, wir sind in Wolkersdorf, im Weinviertel, also gleich in der Nähe von Wien. Und ein Familienweingut, ein klassisches, also wir haben 16 Hektar und bemühen uns, sehr gute, vor allem mit Wiener zu machen, aber auch Weißburgunder, das passt sehr gut her, weil in der Nähe von Wien, Donauklima, ist sehr warm und perfekt für die Burgunderfamilie. Mhm. Ja. Ich habe da gerade gesehen, da ist irgendwas mit Naturseifen, macht sie die auch? Oder? Das macht meine Schwägerin, genau, die ist da sehr aktiv, alles was mit Naturprodukten, mit Kräutern, mit Pflanzen zu tun hat, das ist ihr Hobby. Mhm. Sie hat eigentlich ein bisschen ihr Hobby, ihre Freude an der Thematik zu einem Nebenberuf gemacht. Und sie ist heute selber nicht da, aber sie weiß, der Schwager heute halt immer her und präsentiert das mit im Keller. Gell? Und das wird auch ganz gut angenommen im Advent. Gell? Das kann ich mir vorstellen, ja, das glaube ich. Genau. Was ist denn bei euch so der Spitzenwein? Der Spitzenwein, oh, das ist eine schwierige Frage. Also schwierig nicht, aber eigentlich. Ich sage mal, in der Winterzeit habe ich zum Beispiel ganz gern den Grauburgunder. Mhm. Das ist so, wie ich vorher gesagt habe, die Burgunderfamilie. Mhm. Das ist ein bisschen was Wärmendes, ein Kaminwein. Mhm. Findet man nicht überall und das ist so um die kalte Jahreszeit, wo man was Wärmendes gern hat, der ideale Begleiter bei Speisen oder auch so einmal. Im Sommer habe ich ganz gerne einen Reschen Veltliner oder einen Welschriesling. Mhm. Also ich bin da eher flexibel und mache das auch von der Jahreszeit abhängig. Gell? Und der ist eher so ein bisschen würzig, ne, der Winterwein? Der Grauburgunder, hätte ich jetzt gesagt, ist cremig, der hat sowas würzig, würde ich nicht sagen, er ist so mineralisch, aber gut abgestimmt von der Säure, ist nämlich trocken, aber trotzdem nicht sauer, das heißt, der wärmt halt mehr. Gell? Und macht auch Spaß, wenn es eben draußen kalt und regnerisch oder verschneit ist, das macht dann ein bisschen warm ums Herz. Gell? Alles klar, ja. Na gut, dann sage ich recht herzlichen Dank. Ja, ich sage danke, gell? Und wieder sehen macht Freude. Natürlich, gell? Natürlich. In der Wolkersdorfer Kellergasse, ihr seid aber aus Gerersdorf, ist das richtig? Ja, wir sind aus Gerersdorf. Und was ich so gehört habe, ihr seid der letzte Heilige in Gerersdorf, ne? Wir sind in Gerersdorf der einzige Heilige und sind in Wolkersdorf in der Kellergasse der einzige, was noch in dem Keller einen Weinbaubetrieb führt. Da in den Keller? In der Kellergasse, in der ganzen Kellergasse. Mhm, ja. Ansonsten, die meisten haben Hallen gebaut und die Weinbauproduktion in die Halle verlegt oder in die Häuser, so wir das Räume haben, wo sie das verlegt, hinverlegt haben. Mhm. Mhm. Wir haben halt das noch in alter Tradition, führen wir das halt so weiter, wie wir es von den
von den Schwiegereltern habe sie übernommen, also von der Frau ihrer Eltern. Und die haben eigentlich den Betrieb schon wieder von ihren Eltern übernommen. Also ein Familienbetrieb über viele Generationen. Über viele Generationen, ja. Nur, ich bin halt ein Gerersdorfer Gebürtiger und die Frau war Wolkersdorferin. Und in Gerersdorf haben wir gebaut. Gut, so weit auseinander ist das ja eh nicht, ne? Nein, das sind 10 Kilometer. Ja, eben genau. Mehr, wir waren auch noch von Gerersdorf nach Flusser. So ist es, genau, ja. Was ist denn euer Spitzenwein? Na ja, hauptsächlich grüne Veltliner haben wir. Dann haben wir Welschriesling, geht, geht auch sehr gut. Dann Frühroten haben wir auch. Und was haben wir denn noch? Ein Rheinriesling auch. Das sind die Sorten, die wir auch kriegen. Gut. Okay, dann sage ich herzlichen Dank. Gerne. So, wir sind in der Wolkersdorfer Kellergasse und da gibt es keinen Wein, sondern da gibt es Bilder, Fotos. Was macht ihr eigentlich? Fotosturm, was ist das? Ja, wir sind eine Künstlergruppe und haben uns zusammengeschlossen. Wir sind alle befreundet miteinander und haben im August beschlossen, dass wir unsere Fotos, die wir geschossen haben, ausstellen. Und speziell an dem ist, dass das alles ausschließlich Fotos aus der Umgebung sind. Also keine Urlaubsfotos, sondern wirklich aus der Region. Und ja, wir haben eine Ausstellung gemacht im Stadtkeller. Die war relativ, also eigentlich sehr erfolgreich. Also die Vernissage war ein voller Erfolg. Und wir haben auch einige Bilder verkauft und haben daher beschlossen, wir haben daher beschlossen, die Fotos auch im Keller auszustellen. Ja, man hat nicht nur Landschaftsbilder, es ist also so das Stillleben. Wenn ich da so hinschaue auf das eine Bild da im Hintergrund mit der Badewanne und mit der Waschmaschine. Ja, aus dem Leben gegriffen. Aus dem Leben gegriffen, ja, genau. Ja, vom Thema her auch daheim, das ist eben wirklich bei uns das Haus, wo wir renoviert haben, wo der letzte Raum dann das Badezimmer, wo sind, eben mein Mann, was in der Badewanne sitzt. Das war halt wirklich so für mich die Baustelle, was das gut aussieht. Ja, natürlich. Und vom Stil her sind halt alle gemischt, also wie gesagt, einer hat mehr wie ich, zum Beispiel eher so das Künstlerische. Der Peter ist eben eher der, was sich technisch mehr auskennt. Und also jeder hat einen anderen Blick und das war eigentlich für uns auch das Interessante, dass wie wir eben gegenseitig unsere Fotos angeschaut haben, dass das halt so verschieden war. Einfach der Blick und die Fotos und wie man eben mit dem Thema umgeht. Also gut, man kann sagen, es macht hauptsächlich Fotos eben wie gesagt aus dem Leben gegriffen. Ja. Wunderbar, okay, dann sage ich herzlichen Dank.